Und damit einen wunderschönen und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom 0-Euro-Projekt. In der letzten Folge haben wir festgestellt, dass unsere Map einen kleinen Bug hat, wie mir Markus erzählt hat, denn dass unsere ganze Map jetzt komplett voll mit Baumwolle ist, liegt daran, dass wir genau 66 Felder auf dieser Karte haben. Wären es 65, wären es 67, wäre es kein Problem. 66 ist ein Problem. Das bedeutet nämlich, dass der KI-Helfer aus irgendeinem unempfindlichen Grund, den niemand scheinbar weiß, hier überall nur Baumwolle anpflanzt. Ich hoffe, dass auch Black Sheep Modding das weiß und das korrigiert. Und ich hoffe, dass ich, wenn ich jetzt in dieser Folge oder nach dieser Folge ein Feld kaufe, dass sich das auch erledigt hat. Ein Feld kaufen dürfte ja ein Feld weniger für die KI sein. Ich hoffe, dass die Theorie aufgeht. Das wäre mein Wunsch. Dementsprechend Ziel von dieser Folge, das erste Feld, auch wenn das zuerst eigentlich gar nicht für mich anstand. Das wäre so eine Sache, die wäre zum Schluss passiert. Jetzt ziehen wir sie vor, um diesen Bug vielleicht loszuwerden. Dafür werden wir in dieser Folge mit diesem wunderschönen Valtra durch die Gegend fahren. Leider mit Gangschaltungsgetriebe und dieser wunderschönen Amazone. Ein Düngerstreuer. Falls du Bock auf das 0-Euro-Projekt hast, du kennst das Ganze. Ich würde mich mega freuen. Und wir starten durch und düngen dieses Feld im vierten Schnellgang, würde ich sagen. In dem Sinne, Düngersteuer an. Unsere Breite finden, in der wir hier arbeiten müssen. Arbeitsbreite ist wirklich krass. Muss ich jetzt mal so sagen. Da das nicht unser eigener Traktor ist, sondern einer, den wir bekommen haben vom Spiel, können wir sogar GPS nutzen. Haha, unser eigener hat ja kein GPS. Dafür hat das Geld nicht gereicht. Das ist tragisch. So, nächster Punkt. Und dann fahren wir jetzt hier mit GPS. Fantastisch, würde ich sagen. Das ist doch ein richtig schöner Traktor. Screenshot. Und dann würde ich einfach sagen, oha, hier müssen wir wohl einmal abbiegen. Machen wir das wohl mal. Ich würde sagen, wir fahren ein bisschen aus der Endperspektive. Ist ja auch ganz schick. Und ja, ich sag mal, wenn wir jetzt nicht hundertprozentig genau sind, ist ja auch nicht schlimm. Wir haben ja hier Precision Farming, das hilft ja so ein bisschen, dass wir nicht zu viel Dünger verbrauchen insgesamt. Von daher passt das, glaube ich, schon ganz, ganz gut. Ja, ich bin Screenshot-Fetischist. Lasst mich. Ich darf das. So, ich glaube, wir machen doch nochmal eine Linie in diese Richtung. Es könnte Sinn machen. Ja, Freunde, falls ihr hier auf The Valley The Old Farm diese Karte spielt, schreibt es doch gerne in die Kommentare, wie weit ihr seid. Habt ihr schon das erste Jahr hinter euch? Was habt ihr für Maschinen auf dem Hof? Alles jung, alles alt, alles neu? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, wie gesagt, das Ziel von dieser Folge ist ein Feld. Einfach nur das billigste Feld, was wir finden können. Das günstigste, was wir bekommen können. Egal, ob es wirtschaftlich ist oder nicht. Es geht nur darum, diesen Bug loszuwerden. Das ist das Ziel, was wir für diese Folge haben. Und das sollte machbar sein. Ich sag mal, allein dieses Feld hier dürfte fast genug Geld bringen, damit wir dem Bug ein Herr werden. Allerdings haben wir noch viele, viele andere Düngeaufträge und eigentlich habe ich das Ziel, alle Düngeaufträge ausnahmslos zu machen in dieser Folge. Das ist so ein bisschen das Ziel, würde ich mal sagen. Irgendwie so. Das Feld ist aber auch groß und wir kutschieren hier mit unseren 18 km/h lang. Es ist wirklich groß, das Feld. Krass. Bevor, dass wir... Ja, Arbeitsbreite ist halt relativ gut. Ich hoffe, dass unser Dünger reicht, was wir dabei haben. Nicht, weil wir uns nicht mehr Dünger leisten können. Das ist nicht das Problem. Das Dünger können wir uns kaufen. Sondern einfach, damit wir nicht nochmal fahren müssen. So, und dann gleich einmal voll machen und dann zu den nächsten Feldern. Ich glaube, zwei oder drei Aufträge habe ich gerade angenommen. Mal schauen, ne? Mal schauen. So. Übrigens haben wir ja die VIP-Aufträge hier aktiviert. Die sorgen auch dafür, dass wir so einen kleinen Prozentsatz an Preisnachlass bekommen von dem Bauer, wenn wir sein Feld bearbeitet haben. Sprich,
wir bearbeiten jetzt zum Beispiel das Feld und dann bekommen wir, ich glaube, 4% Preisnachlass. Also wenn wir es kaufen wollen, kostet das 4% weniger. Irgendwie so war das. Ich finde das für eine ganz praktische Sache. Man kann, glaube ich, insgesamt 4x4% oder irgendwie so um den Dreh. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall kann man sich ein bisschen Geld danach sparen. Ich glaube, das ist auch eine realistische Sache, dass wenn man den Bauern sehr viel und gut geholfen hat, dass man das Feld denn prozentual vielleicht, ja, günstiger glaube ich nicht, aber die Chance, dass man es überhaupt bekommt, ist größer. Das ist ja aktuell so das Problem in der Landwirtschaft. Nicht unbedingt das Geld. Also klar, das Geld ist nicht unbedingt da. Aber wenn man ein Feld haben will, bekommt man es meistens nicht, weil es dann aus irgendwelchen komplett sinnlosen Gründen an andere verpachtet, verkauft wird, ohne dass man selbst eine Chance hat. Meistens entweder Vetternwirtschaft oder irgendwelche Regelungen, die sich da, beispielsweise die Kirche hat ja irgendwie einen sehr großen Prozentsatz an Feldflächen und die haben sich dann irgendwelche Regeln auferlegt, wie zum Beispiel nur an Biobetriebe oder sowas zu verkaufen. Das passiert ja doch relativ oft. So. Dann können wir, glaube ich, jetzt ab hier einfach hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter fahren. Oha. Das zum Thema, wir verschwenden nichts. Ah. Das habe ich hier geschickt gemacht. Das habe ich geschickt gemacht. Da bin ich überzeugt von, dass ich das geschickt gemacht habe. Ja, ja. Ja, ja. So, man wartet quasi nur noch auf die Ansage, sie haben diesen Auftrag erledigt. Das für die Feldfläche natürlich unfassbar schnell. Sagen wir, selbst mit der 6 Meter Arbeitsmaschine irgendwie mit 6 Meter hier drauf ansehen, hätte Ewigkeiten gedauert. Wie immer, wir düngen das Feld zu Ende. Wir lassen keine Lücke. Das machen wir aus Ehrensache. Und dann können wir das, also ich glaube, bei diesem Auftrag haben wir keine Maschine. Ich glaube, die haben wir bei einem anderen Auftrag gemietet. Wird sich dann zeigen. Dann können wir den direkt abgeben und gucken, ob wir uns dafür das Feld kaufen können. Und denn, also das werden wir jetzt nicht sofort rausfinden, dass das der Fall sein wird. Aber wir werden dann halt entsprechend in den nächsten Folgen, vielleicht im nächsten Jahr, erst einmal sehen. Oh, 8% Rabatt für den Feldkauf, nicht 4, okay. Wir werden in den nächsten Folgen, spätestens im nächsten Jahr sehen, ob das denn funktioniert hat mit diesem Bug, was das Anpflanzen von Feldern angeht. So, also das mit der Baumwolle. Okay. Wie schaut's denn aus? Feld 1 haben wir jetzt fertig. Auftragstechnisch. Genau, hier haben wir keine Fahrzeugmiete. Die haben wir, glaube ich, hier bei dem hier. Glaube ich. Kann sein, vielleicht auch nicht. Abschließen! Damit haben wir Geld dazu bekommen. Jetzt ist die Frage, das allergünstigste Feld, was es hier gibt. Also es muss ein Feld sein, keine Wiese. Ich guck mal, ne? Ich habe mich mal jetzt ein bisschen professionell durchgeklickert. Ich habe jetzt nicht jedes einzelne Feld angeklickert, sondern nur die kleineren. Feld 29, quasi in der Nähe vom Händler, ist das günstigste mit 26.000 Euro. Lol, uns fehlen 40 Euro. Uns fehlen 40 Euro. Das ist nicht viel. Das heißt, wir machen kurz nochmal einen schnellen Auftrag und dann haben wir das auch schon zusammen. Da nehmen wir doch einfach hier den 10.000 Euro Auftrag, würde ich sagen, ne? Oh. Das sollte ja schnell gehen. Ich kann auch nochmal einen Auftrag annehmen. So einen großen. Haben wir hier noch einen? So einen 5.000 Euro Auftrag, ne? Ja. Vertrag akzeptieren. Let's go. Wir fahren, ist ja egal, zu welchem wir fahren. Feld 4 oder Feld 69, das, was am nächsten dran ist. Feld 4 ist quasi um Ecke. Einmal durch den Wald durch und dann sind wir auch schon da. Dann würde ich auch vorschlagen, dass wir hier wir auch einfach durch den Wald durchfahren. Zumindest am Wald entlang. Nicht die große Runde fahren. Durch den Wald durch ist halt irgendwie doch doof, ne? Aber hier am Wald entlang. Vollgas. Attacke, gib ihn.
Irgendwie hier, so, an der Biogasanlage lang. Das soll doch funktionieren, ne? Bin ich der Meinung. Ja. Hier fehlt so ein Feldweg einmal nach hinten einfach. Obwohl, muss ja gar nicht. Das Feld geht ja quasi an der Biogasanlage vorbei. Man sollte eigentlich von der Biogasanlage selber einfach zum Feld kommen. So, wir sind quasi schon da. Einmal links abbiegen, dann sind wir auch schon da. Und wenn wir das Feld fertig haben, dann, liebe Freunde, können wir uns endlich dann können wir uns das Feld leisten, was unsere Probleme vielleicht löst. Oha. Hier, warte. Hier so links. So. Das ist gar nicht mal so breit. Mal eben hier irgendwie einen A-Punkt finden. Hier so. Und dann fahren wir hier runter. So, können wir mal einen Gang runterschalten. Müssen ja nicht das Getriebe quälen. So. Und auch hier fahren wir denn unsere Runde. Ja, und wenn wir das Feld haben, dann gibt es eine ganz große Düngestreurunde. Alle Felder, die wir als Aufträge haben, machen wir einfach. Ballern richtig durch. Das wird schön. Das gibt richtig Geld. Und davon können wir uns vielleicht unser nächstes Gerät kaufen. Weil einen Traktor haben wir schon. Leider ohne GPS. Das ist eine Sache, die ich so ein bisschen bereue. Aber ja. Aber vielleicht so fürs nächste Mal ein Düngerstreuer. Irgendwann werden wir wieder einen gebrauchen. Wobei tatsächlich hier so mit GPS ist schon sehr angenehm. Aha, vielleicht war das ein Fehler, Traktor ohne GPS zu kaufen. Aber irgendwann kriegen wir einen zweiten. Da werden wir GPS auf jeden Fall reinkonfigurieren. Der wird dann auch ein bisschen mehr PS haben. So 200, 250 vielleicht um den Dreh. Und okay, GPS will so fahren. GPS wird so fahren, ist okay. Und dann wird der kleine Traktor einfach als Anhänger-Zieh-Traktor benutzt. Könnte vom Dünger grenzwertig werden, aber ich glaube, das schaffen wir. Nein, so, ich würde sagen, so, boah, 100 Liter werden wir überhaben. 100 Liter, das ist ja ein guter Schnitt für zwei große Felder. So ein großes und ein mittleres Feld. Feld ist ja nicht riesig hier, aber es geht eigentlich. So, fertig. Feld Nummer 4 haben wir abgeschlossen. Wir fahren aber, wie gesagt, wie immer, einfach bis zum Ende. Ja, da haben wir es auch richtig gedüngt. Beauty, geben wir ab. unsere Baumwoll-Map. Schön. So. Abschließen. Und damit kaufen wir uns denn unser erstes Feld. Es ist nicht groß, es ist nicht hübsch. Es ist Baumwolle. Voll mit Baumwolle. Aber wir kaufen's. Schön, unser erstes Feld. Ja. Das war doch toll. Das ist doch toll. So, ich würde sagen, eiskalt jetzt Aufträge annehmen. Alles, was... Ja, alles über 2000 Euro, hätte ich gesagt. Ja, doch, alles über 2000 Euro nehmen wir an. So, hier den hier. Vertrag akzeptieren. Werden das mehr beim Annehmen? Oh, ich habe bereits alle Aufträge. Okay, ist okay. 9, 10 und 69... Feld 9 ist doch mit Sicherheit das, wo wir es gemietet haben, ne? Denn also 10 und 69, hätte ich jetzt gesagt. Wo ist denn die 10? Hier ist die 11, da ist die 10. Ist ja auch hier um die Ecke. Die 69 ist dann wahrscheinlich hier unten irgendwo. Alles weiß, ist ein bisschen schwierig. Nee, ist hier irgendwo. Hä, wo ist die denn? Hallo, 69, wo sind sie denn? Na? 70 hier? Irgendwo hier muss die sein. Ah, hier, guck mal. Ah, nee, ist das eine 59? Nee, 69, ne. Aber hier unten. Warum? Ist die 10 das, was so wenig Geld gibt? Nee. Die 9 gibt so wenig Geld. Wo ist denn die 9? Ha. So ein bisschen Erdkunde hier mit mir. Die 9 müsste ja auch hier oben sein, ne? Diese 10, ja, die 9 ist unter die 10. Kann man quasi in 1 durcharbeiten. So, ich fahr zum Händler. Wir brauchen auch mehr Dünger.
Dann ja, würde ich sagen, holen wir noch ein paar Big Packs, ne? Hier so ein bisschen Korn-Kali. Boah, so. Ja, 4 Stück. Haben wir das Geld für 4? Ne, haben wir nicht. Ha. Haben wir das Geld für. Ja, für 3 haben wir das Geld. Dann kaufen wir auch 3. So. Fast wieder pleite, ne? Fast wieder pleite. So, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ein paar Aufträge gemacht habe. Und dann gucken wir mal, wie viel Geld wir noch in dieser Folge verdienen können. So, wir haben ein paar Aufträge erledigt. Einen habe ich schon abgegeben. Jetzt werden wir den ich jetzt hier habe, auch abgeben. Den hier müssen wir behalten, weil da haben wir die Maschinen her. Und den geben wir jetzt ab. Damit ist die Folge beendet. Zwischen dieser und der nächsten Folge werde ich... Es werden ja immer mehr Düngeraufträge. Das könnte ja fast ein Livestream werden. Mal gucken, überlege ich mir mal, ne? Auf jeden Fall, zwischen dieser und der nächsten Folge werde ich denn... den nehmen wir jetzt auch nochmal an. Vertrag akzeptieren. Die ganzen Aufträge hier machen. Mal gucken. Bis wir keine Aufträge mehr haben, mit denen wir 2000 Euro oder mehr verdienen. Und ja, Ergebnis von dieser Folge seht ihr eingeblendet. Wir haben ein Feld gekauft und ein bisschen Geld verdient. Ich glaube, das war eine ganz gute Folge. In dem Sinne bedanke ich mich herzlichst fürs Einschalten, falls du Bock auf nur Euro-Projekt hast. Denn das da wäre fantastisch, wäre wichtig. Und natürlich, falls du noch nicht abonniert hast, ein Abo. Wir sehen uns bis dann. Danke und ciao.